Clearheaded, Kapitel 7. Depersonalisierung. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Zustand beschreiben soll. Ich kann mich mit absolut nichts mehr identifizieren. Weder mit der Person, die ich anscheinend die letzten 10 Monate war, noch mit der Person, die ich davor war, noch mit der Person, die ich jetzt bin. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt und wenn doch, welcher das sein sollte. Als würde ich mich von der Seite beobachten. Ein seltsames Gefühl. Schließlich bin ich immer noch ich und treffe Entscheidungen, auch wenn es sich um banale Sachen handelt, wie zum Beispiel, was ich essen oder anziehen möchte. Und obwohl ich mich letzte Zeit sehr viel mit mir selbst beschäftige und viel reflektiere, kommt es mir vor, als ob ich eine fremde Person beobachte, die ich nicht analysieren kann, weil sie mir fremd ist. Aber andererseits ist mir bewusst, dass ich das bin. Als hätte ich wie eine Schlange meine Haut abgestreift, aber unter dieser Haut ist nichts und dennoch bin ich am Leben und mag oder mag bestimmte Sachen nicht. Trotzdem kann ich definieren, ob ich gerade gute oder schlechte Laune habe. Und genau da ist der Punkt, im Gerade. Ich kann nur meinen momentanen Gefühlszustand definieren. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich mich fühle, kann ich dir sagen, ob ich sauer, gut gelaunt, verängstigt, hungrig oder was auch immer bin. Aber wenn du mich gleich fragst, wie ich vor 5 Minuten drauf war, bin ich nicht mehr in der Lage, dies nachzufühlen. Ich müsste auf die Erinnerung vor 5 Minuten zurückgreifen und würde dieses Mädchen sehen, welches entweder lacht oder weint und müsste anhand von diesen Bildern in meinem Kopf deuten, was dies wahrscheinlich bedeuten könnte. Deswegen kann ich mich mit absolut nichts identifizieren, nicht einmal mit Kindheitserinnerungen. Dabei kommen in letzter Zeit ungewöhnlicherweise so viele Erinnerungen wild durcheinander aus jeglicher Zeit hoch. Auf Xanax hatte ich sehr viele Erinnerungslücken, einige von ihnen scheinen sich so langsam zu füllen. Allerdings erinnere ich mich mal mit, mal ohne Trigger an viele Momente aus meiner Kindheit, die ich schon seit Jahren vergessen hatte. Ich kann diese zeitlich und logisch einordnen, ich kann sie bewerten, aber nicht nachfühlen. Weil ich nicht in der Lage bin, mich in etwas hineinzuversetzen, etwas anderes nachzufühlen, als meinen momentanen Zustand, jeden einzelnen Moment aufs Neue. Hoffentlich bleibt das nicht so. Wobei ich zwar glaube, dass sich dies ab einem bestimmten Zeitpunkt legen wird, ich jedoch nur ab diesem Zeitpunkt meine komplette Selbstwahrnehmung wieder erlangt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich danach wieder in der Lage sein werde, mein bisheriges Leben so zu sehen wie vorher, sondern nur einzelne Erinnerungen in Form von Bildern einer Hülle, deren Emotionen und Beweggründe ich nicht mehr verstehen kann, weil sie mir fremd ist. Finger weg von Drogen, würde ich mal sagen. Vor allem von Benzodiazepinen. Bitte. Das Positive daran ist, ich bin nicht mehr in der Lage dazu, mich so gut selbst anzulügen. Wir lügen uns dadurch an, dass wir unsere eigene Bewertung von Situationen, uns selbst und andere Menschen so beeinflussen, dass wir diese in unserem Kopf so zurechtrücken, dass wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Der einzige Grund, warum wir in der Lage sind, uns so dermaßen selbst zu manipulieren, ist der, dass wir unterbewusst an einer Situation nur das reflektieren, welches das Bild unterstützt, das wir gerne von der Situation hätten. Ich kann meine Wahrnehmung im Nachhinein nur getrennt von meinen Emotionen bewerten, da sie sich aus Selbstwahrnehmung im Moment und aus Fremdwahrnehmung im Nachhinein zusammensetzt. Da ich mich nicht einmal in mich selbst vor 2 Minuten hineinfühlen kann, bin ich auch nicht in der Lage, meine Selbstreflexion an meine Selbstwahrnehmung anzupassen und mich somit selbst anzulügen. Das ist gut, denn wenn ich bei meiner Entscheidung bleiben will, bin ich darauf angewiesen, ehrlich zu mir selbst zu sein. Update. Es geht weg. Stückchen für Stückchen, in einem fließenden Übergang, wird die Depersonalisierung immer weniger. Zwar ist diese noch nicht komplett verschwunden, aber ich bin mir sicher, dass ich da einfach noch mehr Zeit brauche. Und je mehr sie verschwindet, desto mehr erleichtert, motiviert und bestärkt mich das in meiner Entscheidung. Kapitel 8. Selbstwahrnehmung. Der Entzug löst ziemlich viele Komplexe in mir aus. Die Komplexe, die ich schon vorher hatte, nämlich jetzt um einiges verstärkt war. Zum Beispiel war ich nie wirklich dünn, aber auch nie wirklich dick gewesen. Akzeptables Normalgewicht, die üblichen stereotypischen Problemzonen wie Oberschenkel und so weiter, aber keine Komplexe im besorgniserregenden Maße. Kurz bevor ich mich dazu entschieden habe aufzuhören, wog ich 58 Kilogramm auf eine Größe von 1,73. Ich wurde zu dem Zeitpunkt mehrmals darauf angesprochen, dass ich viel zu dünn war, dass es nicht mehr schön aussah, bla bla bla. Seit ich nicht mehr konsumiere, trinke, rauche, ist der Hunger wieder da. Am Anfang in Form von Attacken. Ja, ich habe zugenommen. Und obwohl ich mich nie wirklich für meinen Körper geschämt habe, habe ich jetzt das Gefühl, mit jedem Bissen in die Breite zu wachsen. Dann gibt es Momente, in denen ich gute Laune habe,
in den Spiegel gucke und merke, dass ich überhaupt nicht dick, sondern normal und gesund aussehe. Diese Momente sind aber, wenn ich schlechte Laune habe, wieder vergessen und kommen mir lächerlich vor. Ich bin so stimmungslabil, dass ich überhaupt nicht einschätzen kann, wann meine Wahrnehmung der Realität entspricht und wann nicht. Man sagt, jeder Mensch hat seine eigene individuelle Wahrnehmung. Meiner Meinung nach ist das, was die Wahrnehmung so individuell macht, die individuelle Wertung. Ein weiterer großer Komplex ist der Entzug an sich. Ich meine, ich mache mit 22 einen kalten Entzug, nachdem ich mich psychisch und körperlich abhängig gemacht habe. Alles in einem ein bisschen zu vorbelastet für 22. Ich war schon immer etwas zu vorbelastet für mein Alter, jedoch waren das nur übliche Probleme. Mehr oder weniger. Na gut, vielleicht eher weniger. Aber ein kalter Entzug definiert mich für mich selbst noch einmal ganz anders. Ich frage mich, wie es so weit kommen konnte. Meine erste Drogenerfahrung habe ich mit 17 oder 18 gemacht und bin direkt im Steilflug in die Abwärtsspirale der Abhängigkeit gestürzt. Allerdings war ich da hauptsächlich auf Pillen fixiert gewesen. Mit 20 habe ich auch da von jetzt auf gleich alle Kontakte gelöscht und gesagt, dass ich aufhöre. Zu meinem Rauschersatz habe ich dann Alkohol erklärt, schließlich ist dieser ja gesellschaftlich anerkannt. Und die Abwärtsspirale von Alkohol ist bei weitem nicht so steil wie die von chemischen Drogen. Als ich mir da gesagt habe, dass ich damit aufhöre, war mir klar, dass dies nicht endgültig sein wird. Bis vor 10 Monaten habe ich mich auch mehr oder weniger daran gehalten. Zwischendurch gab es natürlich Ausnahmen. Dann eine kleine Phase, in der ich wieder anfing zu übertreiben, die jedoch keine starken Konsequenzen mit sich gezogen hat. Was mir das Gefühl gegeben hat, ich könnte jederzeit meinen Konsum kontrollieren. Aber ich hatte nicht gesehen, welches Ausmaß das annehmen kann. Ich habe zwar Abhängigkeit oft für mich definiert, doch jetzt fällt mir auf, dass ich damals Abhängigkeit mit Sucht verwechselt habe. Ich dachte, Abhängigkeit beginnt ab dem Moment, ab dem das Bedürfnis, eine Handlung, die einem das Gefühl gibt, etwas kontrollieren zu können, zum Beispiel einen Rausch immer wieder zu wiederholen, alle anderen Bedürfnisse überschattet. Aber da fängt die Sucht an. Ich sage nicht, dass sobald ich an einem Gläschen Sekt nippe, ich direkt aufspringe, alle Schränke durchwühle und wenn ich keinen Alkohol finde, mir Desinfektionsmittel spritze. Vielleicht sage ich nach dem einen Glas sogar, dass mir das reicht. Das ändert nichts daran, dass diese Grenze für mich nicht mehr existent ist. Auch wenn ich das zweite Glas nicht direkt hinterher trinke, trinke ich vielleicht in 2 Wochen noch einmal ein Glas. Vielleicht lasse ich mich in einem Jahr gerne zu einem zweiten überreden. Solange ich auf einer Grenze balanciere, werde ich mir immer Ausschwenkungen nach links oder rechts erlauben. Schließlich habe ich das Seil nicht über einem Abgrund aufgespannt, sondern in der Mitte über 2 Stufen. Sobald ich einmal das Seil durchschneide, falle ich auf die Stufe unter mir. Am Anfang ist es noch einfach, wieder auf die Stufe über mir zu klettern, obwohl das Seil nicht mehr vorhanden ist. Am Anfang ist mir aber auch nicht so bewusst, dass die Stufen nach unten hin kaum merklich immer höher und immer dünner werden. Irgendwann falle ich auf eine Stufe, die so dünn ist, dass ich keinen Halt darauf finde und so schnell auf die nächste noch dünnere Stufe falle und weiter abrutsche, mich jedoch nicht mehr an der Stufe über mir festhalten kann, da ich nicht mehr herankomme. Während des Falls fällt mir auf, dass sobald ich versuche, mich an ein Seil zu klammern, es direkt reißt, denn auch das ist kaum merklich von Stufe zu Stufe immer dünner geworden, aber der Abgrund kommt nicht. Ob ich dann Wochen, Monate oder Jahre fallen werde, ist nicht vorhersehbar. Eine Statistik, die in der Nachbarstadt durchgeführt wurde, die ich mir durchgelesen habe, besagt, dass die älteste Heroinabhängige dort um die 80 Jahre alt ist. Als sie in ihren 20ern war, hat sie sicher auch nicht gedacht, dass sie ewig fallen wird. Die waren auch mal so wie wir. Ich will nicht so lange fallen, bis der Luftwiderstand, um dem Beispiel einen wissenschaftlichen, hier bitte eine übertriebene Betonung mit hohler, überheblicher Stimme vorstellen, Beigeschmack zu geben. Ich falle mit einer gewissen Beschleunigung, also falle ich immer schneller. Ja, ich gebe zu, das wird jetzt ein bisschen lächerlich, aber ist mir egal. Bis der Luftwiderstand so stark geworden ist, bis alles an mir in kleine Teile abgeblättert ist und irgendwo über mir auf der Stufe verteilt liegt und nichts mehr übrig ist als meine Sucht. Wenn ich mir alle Kapitel noch einmal durchlese, erschrecke ich mich selbst davor, wie meine Stimmung von einem Extrem ins andere springt. Am Anfang haben sich die Höhen und Tiefen innerhalb mehrerer Stunden abgewechselt, mittlerweile dauert ein Tief einige Tage und ein Hoch maximal einen halben bis einen Tag an. Ich habe davor gesagt, dass die psychischen Probleme, die ich jetzt habe, wie Depressionen und Angstzustände, nichts Neues für mich sind. Dennoch fühlt es sich so an. Das letzte Jahr hätte man mich mit einer Motte vergleichen können, die sich im Zimmer verirrt hat und die ganze Zeit gegen die Lampe, die auf der Fensterbank am offenen Fenster steht,
fliegt und einfach nicht versteht, dass der Ausweg nicht nur direkt da ist, sondern das Fenster auch noch groß ist und sperrangelweit offen steht und genauso wenig versteht, dass andere Motten, die tot um die Lampe herumliegen, nur da liegen, weil sie ebenfalls den Ausweg nicht wahrgenommen haben und so lange gegen die Lampe geflogen sind, bis sie keine Kraft mehr hatten oder sich so viel Schaden zugefügt hatten, dass sie irgendwann auf den Boden gefallen sind und nur noch ein paar letzte Male gezuckt haben. Näher hätten sie der Lampe nicht kommen können und näher an der Lampe hätten sie auch nicht sterben können. Sorry, hab mich mitreißen lassen. Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, war der, dass ich vergessen habe, wie es ist, tagtäglich mit meinen Problemen konfrontiert zu werden. Ich kann Menschen wieder schlechter in die Augen gucken. Selbst wenn ich es versuche, schaue ich nach wenigen Sekunden an ihnen vorbei. Mir ist bewusst, dass ich um einiges mehr Probleme habe, als ich dachte. Der Unterschied von jetzt zu vorher, also vor dem regelmäßigen Konsum, ist, dass sie intensiver sind als vorher und dass ich sie nicht mehr so gut verdrängen kann. Vorher habe ich sie durch gute Freunde, Drogen und jegliche andere Ablenkung, die ich dazu nutzen konnte, um bloß nicht alleine zu sein, verdrängen können. Jetzt ist das nicht mehr so gut möglich, denn da ich aus meinem gängigen Umfeld ausgetreten bin und mich nicht mehr täglich betäube, ist anstatt der Ablenkung nur noch Leere und ich bin gezwungen, die Konsequenzen meiner Probleme ständig wahrzunehmen. Launisch zum Beispiel war ich schon immer, jedoch nie so extrem impulsiv bezüglich meiner Emotionen. Das Problem daran, dass meine Wahrnehmung so beeinflussbar von meiner Stimmung ist, ist, dass meine Stimmung die Art und Weise bestimmt, wie ich Situationen oder Gesagtes auf mich beziehe. Wir identifizieren uns selbst durch Reaktionen von Menschen, mit denen wir in Kontakt treten und definieren dadurch unser Selbstwertgefühl, welches wiederum unsere Selbstwahrnehmung beeinflusst. Selbstwahrnehmung ist nämlich nie konstant, sondern momentan. Das Selbstwertgefühl setzt sich aus den momentanen Selbstwahrnehmungen aller bisherigen und neuen Erfahrungen, geprägt von Erfahrungen im Kindheitsalter, zusammen. Ich persönlich habe ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl, welches an schlechten Tagen so tief sinkt, dass es mein gesamtes Verhalten dominiert und an guten Tagen leichter zu ignorieren ist. Wenn ich ein Tief habe, bin ich daher viel sensibler und verletzlicher und beziehe nahezu alles so auf mich, dass mein Selbstwertgefühl gerechtfertigt schlecht bleibt. Tada, schon wieder ein Teufelskreis. Ein weiteres Problem ist, dass selbst wenn mir in solchen Momenten der Gedanke kommt, dass meine Emotionen und Reaktionen ihren Ursprung in diesen unkontrollierten Stimmungsschwankungen haben, kann ich nichts an meiner Wahrnehmung ändern. Daraus folgt dann immer unweigerlich ein Gefühl von Hilflosigkeit und Frustration, weil ich dann stark an mir selbst zweifle und weiß, dass ich meiner Wahrnehmung nicht komplett vertrauen, aber nicht weiß, inwieweit ich ihr nicht vertrauen kann, sodass mir nur bewusst ist, dass ich nicht in der Lage bin, Situationen richtig einzuschätzen und zu bewerten und diesen dann komplett ratlos gegenüberstehe. Dies ist mir aufgefallen, als ich heute in einen unnötigen Streit mit einer Freundin geraten bin, weil ich komplett überreagiert habe. Ein Konflikt hat zwar immer einen Auslöser, hält sich jedoch nur dadurch, dass man sich mehr über die Art und Weise der anderen Person, den Konflikt zu bewältigen, stört als an dem Ausgangsproblem selbst. Dabei geht es weniger darum, der anderen Person Schuld zuzuweisen, als die eigene Art und Weise, die man zu Anfang des Konfliktes hatte, zum Beispiel sarkastischer Ton oder Schreien, zu rechtfertigen, indem man sie beibehält oder eben verschärft, sondern darum, zu wenig Anerkennung für die eigene Darstellung des Problems zu bekommen. Konfliktbewältigung steht hier auch nicht mehr im Vordergrund, sondern der Konflikt wird zu einem Machtkampf, in dem impulsiv betrachtet einer gewinnen kann und logisch betrachtet niemand. Wenn meine Emotionen in einer Konfliktsituation Oberhand gewinnen, fange ich entweder an zu weinen oder werde ziemlich sarkastisch und unfair. Oder beides. Ich neige dann oft dazu, sehr impulsiv zu reagieren, weil ich das Gefühl habe, wenn ich nicht so schnell wie möglich begründe, warum ich mich im Recht fühle, ich die Chance dazu verpasse. Und sobald ich einmal impulsiv reagiere, beeinflusse ich die andere Person dazu, als Abwehrmechanismus ebenfalls impulsiv zu reagieren. Und ab dem Moment spielt der Ursprung des Konflikts absolut keine Rolle mehr. Ich glaube, der Schlüssel zur Konfliktbewältigung liegt in guter Impulskontrolle. Impulsive Handlungen sind immer subjektiv und haben ihren Ursprung in Erziehung und Erfahrungen und ich definiere sie durch eine kurze Überhandnahme des Unterbewusstseins. Wenn man die Kontrolle über eine Situation verliert und das Bewusstsein kurz aussetzt, jedoch der Drang zur Aktion besteht. Wenn man die Kontrolle über eine Situation verliert und das Bewusstsein kurz aussetzt, jedoch der Drang zur Aktion besteht. In solchen Situationen kann man sehr viel über einen Menschen herausfinden, denn der erste Impuls, sobald man die Kontrolle über eine Situation verliert, ist der, die Kontrolle wieder zu erlangen.
Und die individuelle Art und Weise, wie man diese Ebene versucht wieder an sich zu reißen, hat ihren Ursprung in Kerncharakterzügen und deren Prägungen. Einige werden zum Beispiel aggressiv, andere ganz ruhig, einige knicken direkt ein, andere versuchen allem die Schuld zu geben außer sich selbst und so weiter. Je höher sich der Impulswechsel geschaukelt hat, desto schwieriger ist es auszubrechen. Das Einzige, was in so einem Moment hilft, ist, sich auf einmal gegen das Schema, hier zum Beispiel gegenseitiges Beschuldigen oder Anschreien, zu verhalten, indem man eine neue Situation erschafft, die so gegensätzlich wie möglich zu der momentanen Situation ist, an die das Gegenüber nicht nur gezwungen ist, sich anzupassen, sondern, da sie so gegensätzlich wie möglich ist, etwas Zeit braucht, um sich umzustellen, sodass die Chance, impulsiv zu reagieren, so gering wie möglich gehalten wird. Zum Beispiel durch Ändern der eigenen Stimmlage oder Körperhaltung oder Führung, sowie auch Formulierungen in längeren Sätzen. Denn je impulsiver meine Handlung, desto impulsiver ist meine Wertung meiner Wahrnehmung. Ich muss mir hier auch immer wieder bewusst machen, dass mein Gegenüber in einem Konflikt mir genauso wenig in den Kopf gucken kann wie ich ihm, und je impulsiver wir beide handeln, desto weniger sind wir auf einer Wellenlänge. Meine Impulskontrolle war vor allem auf Xanax komplett im Arsch und ist immer noch ein sehr problematisches Thema für mich. Noch eine Sache, mit der ich mir selbst im Weg stehe und die mir viel kaputt machen wird, wenn ich sie nicht wenigstens halbwegs in den Griff kriege.